Hi. Wir sind auf Gemüsesuche für so einen verfressenen, riesigen Kristallschleimi. Gemüse hat er gefordert, Gemüse soll er bekommen. Juhu, ich habe Möhrchen für dich. Oh, okay. Er fängt jetzt an zu zittern. Allzu lange kann es eigentlich nicht mehr dauern. Aber die lassen auf sich warten. Naja, gucken wir mal weiter. Wir haben ja zum Glück viele Orte. An denen wir Essen finden können. Für unseren verfressenen Kumpel. Ja, komm schon. Ich traue mich nicht darüber zu fliegen. Ich habe Angst, dass das nicht dafür gedacht ist und man dann einfach abrutscht. Oh, hallo, was ist denn hier los? Oka Oka ist hier los. Die nehme ich natürlich mit. Ey, Jungs, das ist gefährlich da drüben. Ich habe doch gesagt, das ist gefährlich. Leute. Warum hast du nicht auf ihn aufgepasst, hä? Mann. Gefährliches Leben hier. So, wie sieht's hier aus? Da schon was nachgewachsen? Sieht nicht so aus. Hühnchen brauchen wir nicht. Muss er erstmal drei Oka Oka fressen. Ich bezweifle zwar, dass das reicht, aber. Ja. Schauen wir doch einfach noch mal hier rein. Das Beet ist leer. Hier ist auch noch nichts. Eieiei. Müssen wir jetzt hier ewig rumsuchen, warten. Ist ja jetzt nicht so meine Stärke. Aber gut. Was haben wir denn noch auf dieser kleinen Insel? Tatsächlich gar nicht so viel. Wobei, was ist denn das hier? Ist da hinten irgendwo? Ach, das ist das, wo gerade die Schleimis verunglückt sind. Oder der eine zumindest. Weil der andere nicht aufgepasst hat. Man soll doch auf seine Freunde aufpassen. Wahrscheinlich hat der eine, der noch über war,
Der hat sich ja kurz bevor der andere verschwunden ist, in so einen größeren Schleimi verwandelt, weil er die Kacke von einem anderen gegessen hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass durch dieses Aufplustern, größer werden, was auch immer, er den anderen aus Versehen ins Meer gekickt hat. Das ist ziemlich bitter, wenn man drüber nachdenkt. So, oh, ich wachse mal. Puff. Eine andere dann einfach. Na? Ihr wisst schon. Hey, könnt ihr mal schneller wachsen, bitte? Andererseits können wir auch einfach mal ein bisschen zurück und dort noch... Da hat schon wieder eine Selbstmord begangen. Können wir einfach mal hier nach Gemüse gucken. Ist ja eigentlich alles gar nicht so weit entfernt. Hier ist schon... Ah, nein, 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 das ist meins. Aua. Wenn man sich mit Schleimis ums Essen prügeln muss, wird's kritisch. So. Oh, oh. Oh, oh. Hier. Noch mehr Gemüse. Vielleicht reicht das sogar schon. Oder vielleicht reicht der... Der Teleport zurück. Der Map-Wechsel. Sogar aus, um das Wachstum des Gemüses auf der anderen Seite anzuregen. Und dann... Ne? Das wäre doch nice. Hier ist auch noch eine Herzrübe. Und dann reicht es vielleicht schon. Für den großen Kristallblob. Ja. Einmal hier hoch, einmal da hoch. Dann können wir darüber fließen. Na? Verdammt. Ich hatte so viel Hoffnung. Aber wir finden schon noch was. Was kleines Leckeres für den Schleimi. Traurig, traurig. Hey, Buddy. Aua. Leider ist auch hier noch tote Hose. Hey, ihr lieben Oka-Okas, wollt ihr nicht vielleicht wachsen für mich? Damit ich euch verfüttern kann? Das wäre voll lieb. Aua.
Hört ihr das Chaos? Da. Gehen wir halt noch mal hier drüben suchen. War hier nicht? Ah ne, das hatten wir schon geholt, ne? Oder? Ja. Dann weiß ich aber trotzdem, wo ich noch was bekomme. Und zwar hier drüben. Sollten ein paar Möhrchen wachsen. Und ich sehe Möhrchen. Und hier. Ich hätte gleich hierher gehen sollen. Das ist deutlich weniger gefährlich. Aber naja. Let's go! Eigentlich sollte es jetzt reichen. Wir haben jetzt noch 7 Möhrchen. Und der zittert schon wie gestört. Weil sein Ranzen so krass schwand. Und die Augen mal wieder größer sind als der Magen. Guck ihn dir an! Wie kann man so verfressen sein? Ha! 1! Und ein Schlüssel. Wuhu! Okay, das heißt, wir lassen diese chaotische Misere jetzt hinter uns. Wir haben da genug zu tun. Und dann gehen wir einfach. So, jetzt sind wir wieder hier. Nehmen wir hier drüben noch so ein paar Pfützenkacke mit. Pfützenplot Wasserkacke. Wie viele? Das gibt richtig Kohle. Wasser. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt zurück nach Hause. Verchecken die Pfützenplots. Dann gehen wir zurück in die Glaswüste. Jetzt haben wir einen weiteren Schlüssel. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Oh, ihr habt Hunger. Ja, Moment. Hier. Für euch. Hey, Jungs. Oh, ihr habt auch ordentlich produziert. Ey, ihr seid ja voll krass. Nice. Zwiebelpower! Welche Power?
Wasserkacke Power. Geben wir immerhin 45 Gold. Kann man nicht sagen. Okay. Dann auf in die Glaswüste. Oh, ich kann das hier nicht so liegen lassen. Es geht nicht. Wir sind Anti-Lebensmittelverschwendung. Und das solltet ihr auch sein. Fresst euren Krimskrams hier. Da waren so viele Hühnchen. Oh, ich hätte mir jetzt eigentlich das neue Herzmodul noch kaufen können. Nächstes Mal, wenn ich es nicht vergesse. Aber wir haben jetzt 200 Lebenspunkte. Das ist eigentlich genug. Ich überlege die ganze Zeit, ob es nicht doch eine Abkürzung in die Glaswüste gab. Aber ich kann mich an keine erinnern. Vielleicht bin ich auch voll dämlich. Wir werden sehen. Irgendwann fällt es mir vielleicht wie Schuppen von den Augen so. Konntest du so blöd sein? Aber gut. Schauen wir mal. Zu oder nicht? Ja. Oh. Ja. Jetzt ist das Tor runtergefahren. Unser Tor in die Glaswüste. Wäre halt cool, wenn es einen Teleporter gäbe, der mich hier hinbringen würde. Das würde schon echt viel nützen. Jetzt wollte ich fancy sein und da so durchschweben. Ich hab's voll verkackt. Aber es kommt davon, wenn man sich geil vorkommt. Es geht daneben. Okay, Glaswüste. Habe ich da gerade eine riesige Karotte gesehen? Ah, ne. Es sieht halt aus wie so ein Riesenmöhrchen. Mit Struktur. Ich glaube, da so ein bisschen im Norden, wo auch der andere Teleporter ist. Gibt es noch eine Tür, die wir aufschließen können? Was lasst ihr denn? Ist schon hart, wenn man von einem kleinen Wellensittich gedisst wird.
Tada! Gefahr. Hörst du mich, Gefahr? Ich lach dir ins Gesicht. Hahaha. oh. Mosaik-Schleimi-Power, ha? Huh? Wir sammeln also Mosaik-Kacke. Alles klar. Wir haben doch schon ganz viele von diesen Oasen errichtet. Freigeschaltet. Nennt es, wie ihr wollt. Dieser Vogel. Und dort sind ja ganz viele Mosaik-Schleimis und die geben mir Mosaik-Kacke und dann können wir das hier auch aktivieren. Ja, du hast ja recht, Gugge. Du hast ja recht. Genau so läuft das. Ich hoffe, ihr könnt das hören in dem Video. Ich hoffe, ihr könnt das hören. Dieser Vogel ist so dermaßen lächerlich. Aua, geht weg. Lass mich in Ruhe. Es klimpert hier schon wieder so. Das schreit schon fast nach so einem Apokalypsen-Move hier. Dabei brauche ich doch nur ein bisschen Schleimkacke. Oh, hier kriege ich welche. Oder? Hier, friss. Ich hab's doch gesagt. Ich hab's doch gesagt. Hier, friss. Danke. Ja, kriegst du nicht. Hier. Danke. Mal gucken, ob drei reichen. Waren bisher immer drei, ne? Na, warten wir das erstmal kurz ab. Müsste jetzt eigentlich gleich vorbei sein. Wir sind einfach mal so mutig. So krass mutig. Ha, sag ich's doch. Okay. Hello. Hier bin ich. Und ich hab Kacke für euch. Hier. Wuhu. Hm,
Vielleicht mache ich das von da drüben. Ich glaube, da ist die Chance, dass er abprallt, nicht so hoch. So. Nice. Yeah. Okay. Jetzt haben wir hier wieder so heiliges Wasser. Antikes Wasser, genau, so hieß das. Und ich lahmes Wesen finde nichts. Ja. Oh. Nochmal von vorne. Man kann ja auch einfach mal den Slot, den man braucht, schon mal auswählen. Da komme ich so dran. Das wäre zu göttlich gewesen. Ach, hier direkt oben drüber ist auch eins. Ach. Gib mir Wasser. Danke. Dann gehen wir hier hin. Und boom. Und dann gehen wir hier hin und boom. So schwer ist das noch gar nicht. Dann gehen wir noch weiter. Und finden hoffentlich nochmal eins oder auch nicht. Vielleicht aber auch da unten. Hier irgendwo. Nein. Oh, ist sowieso schon vorbei. Tja. Da wäre noch eins. Schaffen wir das? Stimmt, oder? Let's go! Yes! Nice. So viele Schleimis. Es gibt gleich hier wieder Chaos. Ich sehe schon kommen, weil die alle gegenseitig ihre Kacke fressen. Dann müssen wir hier wieder Schadensbegrenzung betreiben. Übernehmt euch. Ist ja krass, was geht mit euch? Nicht, dass ich mich beschweren will, aber normalerweise zeigt ihr nicht so viel hier. Okay. Gut. Dann sind wir schon wieder am Folgenende angelangt. Diese Möhrchen. Die werden zu Chaos führen, ich weiß es genau. Genau. Nächstes Mal schauen wir mal. Ich wollte ja die komischen Birnen einsammeln. Und die zu Hause einpflanzen. Ja. Wir haben noch viel freizuschalten. Und das werden wir dann angehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!